Die Themen, mit denen sich die Initiative D21 beschäftigt, sind ja schon große Themen. Und das erfordert, dass wir eine große Perspektivvielfalt haben. Und gerade heute auch bei so einer Veranstaltung freue ich mich, dass einfach viele Menschen mit klugen Gedanken zusammenkommen. Willst du schnell vorankommen? Geh alleine. Willst du weit kommen? Geh zusammen. Und deswegen brauchst du Leute, du brauchst ein Netzwerk, brauchst ein Team. Und deswegen glaube ich, D21 ist auf dem komplett richtigen Weg. Die Initiative D21 zeichnet für mich aus, dass es super vielfältige Akteure sind. Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, aber eben auch Politik. Und wir brauchen solche Orte, weil gerade die digitale Gesellschaft davon lebt, dass unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Ohne dass wir parteiisch sind, ohne dass wir politisieren oder ohne dass wir uns in eine ideologische Ecke drängen lassen. Wir wollen die Daten für die gute Sache einsetzen, zum Beispiel bei der Bekämpfung des Klimawandels, bei der Gesundheitsversorgung, bei der Verbesserung der Mobilität, in der wissenschaftlichen Forschung. Ich bin dafür zuständig, im Bundestag Deutschland zu digitalisieren, die Verwaltung zu digitalisieren, und hier habe ich dafür super Ansprechpartner. Ein ganz toller Austausch, der da stattfindet, der uns dann auch immer wieder weiterbringt. Viele gute Ideen, viele gute Gespräche, auch mal Check and Balance. Wir wollen natürlich die Ressourcen schützen und wir wollen die digitale Wertschöpfung, den wirtschaftlichen Aufschwung. Der 21 legt den Finger in die Wunde. Wo haben wir Mängel? Wo müssen wir besser werden? Wo müssen wir neue Wege gehen? Den Leuten spiegelt, wie gerade der Stand ist, was Menschen wollen, was Umfragen macht, Studien macht, Rankings macht, um sich selbst vergleichen zu können. Wie gut sind wir eigentlich? Es gibt, glaube ich, keine Initiative außerhalb der Initiative D21, die also so stark für das Thema digitale Gesellschaft wirkt. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass sie einfach die ganz relevanten Netzwerke zusammenbringt. Und gerade wenn alle diese miteinander zusammenarbeiten und zusammenspielen, kann das eigentlich große Ziel, eine gemeinwohlorientierte Digitalisierung hinzukriegen, die keinen zurücklässt, erreicht werden. Dass es wirklich zum Erfolg für jeden wird. Das ist die Motivation, die ich verspüre und wo mir wirklich die Initiative D21 der beste Rahmen tatsächlich ist.